Wenn ich Politiker wäre, dann würde ich darauf achten, dass die Handwerker in meinem Stadtteil gut klarkommen, denn die sind eng vernetzt mit der Bevölkerung und die Bevölkerung braucht das Handwerk, Teil der lokalen Ökonomie. Ob es der Siphon ist oder die Solaranlage auf dem Dach. Also muss der Handwerker irgendwo eine Miete bezahlen können, die er auch bezahlen kann und nicht die Stadt verlassen muss. Und er muss auch einen Parkplatz haben, dass er dorthin kann, wo er gebraucht wird für den Kunden. Das ist wichtig und da muss die Politik drauf achten. Als Handwerker würde ich Kontakt zu meinen gewählten Abgeordneten suchen, damit die dann in meinem Interesse in den Behörden und Ämtern vorstellig werden und meine Interessen auch vertreten. Wenn ich Politikerin wäre, würde ich vorher mit den Betroffenen sprechen, bevor ich eine Entscheidung fälle. Und außerdem würde ich ganz dringend Bürokratie abbauen. Alles, was unnötig ist, muss weg. Ein Gesetz kommt, mindestens 2 Paragraphen müssen fallen.